Mit der Gründung eines landwirtschaftlichen Klosterhofs der Benediktinerabtei Corvey begann die Besiedlung Volkmarsens im fruchtbaren Erpe- und Twistetal. Nach dem Motto Ora et labora, bete und arbeite, wurde der Hof immer weiter ausgebaut zu einem Amts- und Haupthof. Der damalige regierende Abt Volkmar II. Von Bohnenburg gab vermutlich den Namen Volkmars Hus. Imposante Kellergewölbe und einige Bauwerke erinnern noch an die Zeit. Handwerker siedelten sich an. An der Tränke und Kreuzung der vielbefahrenen Straße blühte der Handel und das Handwerk. Volkmarsen wurde größer, wohlhabender und entwickelte sich schließlich zur Stadt. Aber um auch die Stadtrechte zu bekommen, musste man sich sichern, also befestigen, auch um die immer häufiger vorkommenden Überfälle abwehren zu können. Auf dem alten Foto am Wehrturm des niederen Stadtmauerrings ist deutlich eine Person im Durchgang zum Wehrgang zu erkennen. Hier setze ich einfach mal mit der Skizzierung an. Nachgewiesen ist, dass die Stadtmauer 6 Meter hoch war und 4 Meter breit, rund um die Stadt von Wehrturm und zu den gesicherten Stadttoren führte. Die bis zu 15 Meter hohen, tonnengewölbten Wehrtürme hatten Verteidigungsöffnungen, wie noch am Stumpf des Wehrturms an der oberen Stadtmauer zu sehen ist. Wasser, abgeleitet von der Twiste und um die Stadtmauer geführt, sorgte für zusätzliche Sicherheit, wie der Mühlengraben, der nach Westen fließend, gleichzeitig für den Antrieb der Mühlräder sorgt, und der breite Stadt- und Feuergraben, der hier unter der zweibogigen Brücke am Almer Tor durchfließt. Das gemauerte breite Fließbett ist noch heute deutlich zu erkennen und mit etwas Fantasie könnte es so oder ähnlich auch wieder ausgesehen haben, mit dem Wehrturm der oberen Stadtmauer im Hintergrund. Nun sind wir etwas in die martialische Stadtgeschichte abgedriftet, aber es galt ja auch, kirchliches Eigentum zu schützen. Zumal Land und Kirche oder hier Stadt und Kirche im Mittelalter mehr oder weniger eine Allianz bildeten. Und so kommen wir auch wieder zurück zur Kirchengeschichte, denn im Jahr 1233 bestätigt Papst Gregor IX. In diesem Schutzbrief dem Kloster Corvey den Besitz der Stadt Volkmarsen und der Kugelsburg. Und hier wurde Volkmarsen auch das erste Mal als Oppidum, als Stadt erwähnt. Ein Datum, das nach 750 Jahren Anlass zu feiern gab. Doch nun zum interessanten, aber gekürzten Inhalt. Gregor, Bischof, Diener der Diener Gottes, unseren geliebten Söhnen, dem Abt und dem Konvent Corvey des Benediktinerordens in der Diözese Paderborn, Gruß und apostolischen Segen. Er weist dann im Folgenden auf die Bitte hin, den berechtigten Schutz zu gewähren, besonders für Meersberg, für die Feste Kugelmberg und der Stadt Volkmeressen und den dazugehörigen Besitzungen. Und weiter? Das bekräftigen wir, Kraft apostolischer Autorität, euch und durch euch eurem Kloster und beschirmen es durch den vorliegenden Schutzbrief. Daher soll es keinem einzigen erlaubt sein, dem mit frechem Wagemut entgegenzutreten. Wenn es aber jemand versuchen sollte, es zu tun, so soll er die Ungnade des allmächtigen Gottes und seiner heiligen Apostel Petrus und Paulus kennenlernen. Gegeben zu Agnani am 30. September 1233, im 7. Jahre unseres Pontifikats. Und so bekamen wir auch unsere Stadt und Schutzpatrone, die Apostel Petrus und Paulus. Die Stadt wuchs. Die Laurentiuskirche, die Filiale von Wittmar und einzige Kirche der Stadt, wurde zu klein. Es ist die ehemalige Vikarie. An der Südseite sieht man noch die Öffnung eines großen Kirchenfensters und auf den freigelegten Überresten des Chorraums kann man skizzenhaft, sehr gut aufbauend, sich die ehemalige Ostansicht des Chorraums sehr gut vorstellen. In einer Stiftungsurkunde wurde später das Gebäude Capella Hospitalis genannt, weil sich nebenan in der Hospitalstraße das Hospital befand.
So zeugen noch viele Straßennamen von der frühen Bebauung und im Popenteich wurde mit Sicherheit der Freitagsfisch gezüchtet. Neben der Laurentiuskirche gab es noch innerhalb des Stadtmauerrings die Kapelle des heiligen Vitus und Martinus. Man vermutet, dass eine dieser Kapellen das Haus von Franz Michels am Steinweg ist. 1257 entschloss man sich in einem unvergleichlichen Kraftakt, fast gleichzeitig das Rathaus, die Kirche und einen Friedhof um die Kirche zu bauen. Groß und prunkvoll soll sie werden und weit sichtbar sein. Mit der Errichtung des Chores an der Ostseite schritten die Bauarbeiten allmählich nach Westen voran bis zur Vollendung des Glockenturms. Es war eine gewaltige Baumaßnahme, die von der noch nicht 1000 Einwohner zählenden Bevölkerung sicherlich große finanzielle Opfer forderte. Ein hölzerner Baukran hievte tonnenschweres Baumaterial in die Höhe. In der Außenmauer findet man ein sehr seltenes und frühes Relief mit der Darstellung des hier benutzten Baukrans, der damals modernsten Baumaschine. Deutlich erkennt man das Laufrad und den sogenannten Schnabel, der über die Mauern hinausreicht. Für den Baumeister, die Maurer, Steinmetze und Zimmerleute war es eine technische Herausforderung, die, wie man sieht, wunderbar gemeistert wurde. Neben der prunkvollen Ausstattung einst und heute ist sie neben der Elisabethkirche in Marburg eine der schönsten frühgotischen Hallenkirchen Deutschlands und war bisher die einzige Bürgerkirche im Bistum Fulda. Das heißt, der Priester wurde von der Stadt gewählt und nicht vom Bischof bestimmt. Als letzte Baumaßnahme ließ 1504 der letzte Ritter von der Kugelsburg, Kurt Rabe von Pappenheim, mit einer Säule der vor der Stadt gestandenen und zerstörten Schützenkapelle die Michaelskapelle an die Pfarrkirche anbauen. Sie beherbergt heute die Pietà als Altarhintergrund und barocke Werke des Bildhauers Heinrich Pape von 1671. Eindrucksvollsten ist jedoch die Anbetung der Hirten, ein Relief meisterhafter, lebendiger Steinmetzkunst. Die das Gratgewölbe tragende Säule ist nicht nur ein äußeres Erinnerungsstück der zerstörten Kapelle, sie ist rein romanischen Stils und somit älter als das Gotteshaus. Machtvoll, imposant und auch weit sichtbar hebt sich die Kirche nun im weiten Umkreis ab, wie der Stich aus dem Jahr 1605 schon eindrucksvoll zeigt und wie wir sie noch heute sehen und bewundern.